bei den Musikern ist die Freude groß, wie auch bei den zahlreichen Besuchern. Denn nach 2 Jahren Corona-Pause konnte der Brass-Frühschoppen im Mönchshof in Kulmbach endlich wieder stattfinden. Es war der Abschluss sowie das Highlight des Meisterkurses für Blechbläser am Haus Marteau mit Solistin Christine Thielemann. Es war eine unglaubliche Woche, sowas habe ich noch nicht erlebt. Einfach musikalisch war es sehr hochwertig, was Regency Brass da geboten hat. Aber auch persönlich, menschlich war das outstanding, wenn man das so sagen darf. Seit mehr als 25 Jahren bietet die Hofer Blechbläserformation Regency Brass im August in Haus Marteau einen Kurs für feste Ensembles und Einzelteilnehmer an. Mit einem klaren Ziel vor Augen. Ursprünglich war eigentlich unser Motto gewesen, wir möchten die verschiedenen Spielebenen zusammenbringen. Das heißt vom Amateurbläser zum Musikstudenten, über den Profi bis hin zum Weltklasse-Solisten, alle Spiellevels zu vereinen. Und das Konzept geht auf. Die rund 40 Mitwirkenden sorgen für ein kulturelles Ausrufezeichen und setzen die Open-Air-Reihe fort, die nach 12 Jahren längst Kultstatus genießt. Ohne das Haus Marteau wäre das aber nicht möglich und macht es zu etwas ganz Besonderem. Es ist ja nicht nur für Oberfranken was Einmaliges, es ist in Europa einmalig. Und für uns in Oberfranken natürlich ein Leuchtturm, auch für den Bezirk Oberfranken ein Leuchtturm unserer Kulturarbeit. Wir werden auch nicht müde, darauf hinzuweisen und auch die besonderen Möglichkeiten, die uns dieses Haus auch der Musikförderung bietet, auch für junge Musikerinnen und Musiker aus Oberfranken immer wieder anzupreisen und bekannt zu machen. Ich bin der Meinung, dass es für Künstlerinnen und Künstler ganz wichtig ist, dass man sich an einem Ort, wo man probt, wo man gemeinsam musiziert, dass man sich dort wohlfühlt. Und das ist das Haus Marteau. Das bietet uns Künstlern eine Heimat. Und es ist auch mit diesem neuen Konzertsaal ein echter Schatz geworden für uns, wo man sich auch mit den Menschen, die dort arbeiten, unglaublich gut schnell zusammenfindet, verstehen kann. Und das ist ein ganz großer Schatz für die Region hier. Und ich werde ganz sicher mal wiederkommen mit meiner Familie, auch dieses Haus Marteau besuchen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich einmal wieder zu Gast sein darf. Musikalische Höhepunkte waren nicht zuletzt die Beiträge von Regency Brass mit der Solistin Christine Thielemann selbst. Das begeisterte Publikum entließ die Musikerinnen und Musiker nicht, ohne dass alle zusammen noch 2 Zugaben spielten und zugleich für eine Fortsetzung im kommenden Jahr warben.